Dein Pferd steckt bei mir mit dem Hintern in der Straße und du schwebst vorne weg. Oh Gott. Sehr schön. So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Links oben ist ein Drache. Ja, auf der Karte ist da bei mir ein Drache. Okay. Auf dem Berg hier. Da habe ich keinen, siehst du? Cool. Da ja, ich habe da, glaube ich, irgendwo eine Dings für gekriegt. Dings, ach so. Na, hier, Kopfgeld. Ach so. Aber das ja, funktioniert ja immer nicht, wenn du die nicht hast. Stimmt, ja. Dann lass mal den das erstmal Problem kurz. Das Problem hatten wir ja schon mal. Soll ich mal kurz da hoch und das Ding aufdecken oder was? Weiß nicht. Ich geh mal hier zurück. Hier sind erstmal irgendwelche Rossspinnen, die werde ich töten. Oder andersrum. Aua. So. So, die kullern zu dir runter. Wo ist Frost hin? Wo ist mein Pferd hin? Na egal. Ja, ich renne mal schnell hoch und deck das nur mal schnell auf. Eine Katze hast du hier gesehen? Ich habe ein Katzengesicht. So. Warum das denn jetzt? Gott. Das Spiel macht mich fertig. So, hältst du nicht mal mit? Oh, ich sehe den auch den Drache jetzt. Ich will den nur kurz aufdecken, dann gehen wir wieder runter gleich. Nordwindmine entdeckt. Ist aber noch nicht der Drache. Bist du da hochgekommen? Ich bin ja noch nicht oben gewesen. Ach so. Ich hab's nur als schwarzes quasi. Alles klar. Okay, dann geh ich wieder runter. Ich dachte, du hast das schon irgendwie. Nee. Okay, dann hab ich's auch als schwarz. Oh, da unten fliegt der Drachen bei mir. Hä? Da waren wir schon, glaube ich. Ja, Knochenspitze. Genau, nördlich von uns in dem Gebiet, in dem Eisgebiet oder was ist. Ah, die haben wir schon gekillt eigentlich, ne? Resurrecten die auch, ja? Wusste ich nicht. Ich weiß, dass die Minen und so und alle paar Tage, also 5 Ingame-Tage oder sowas, das rettet du nie. Na, ich hab den noch nicht gekillt, ich war ja noch nicht da oben. Ne, nicht oben, der südlich, der nördlich von uns ist. Wenn du guckst auf die Karte, das ist doch dieses Gebiet. So. Ja, Knochenspitze, ne? Und der ist da abgeschlossen bei mir. Da fliegt jetzt gerade. Ja, ich sehe den von oben fliegen. Entweder ist das nur. Ich guck da gerade hin, aber ich sehe da nichts. Bei mir fliegt er. Heißt. Aber ich glaube, die resurrecten aber also alle paar Tage. Die, zumindest die Höhlen und so, das wird alles respawnen nach ein paar Tagen. Aber es ist ungewiss, wie viele Tage. Der eine sagt 5, der andere sagt 7. Mist ist nearby. Ja. Ey, es funktioniert jetzt krass. Seitdem wir das nicht mehr, zumindest nicht mehr gleich haben, das Pferd. Nee. Nur die Frage, warum dein Frost tot war jetzt. Hat das irgendein. Na, vielleicht, kann das... Er, vielleicht. Der kämpft ja gerne mit, also vielleicht. So. Du müsstest vielleicht mal, wenn du mal Zeit hast, gehst mal auf Einstellungssystem, Mod-Konfiguration, Simplest Horses. Und dann machst du hier Mount Confidence. Und da mache ich Coward, habe ich da gemacht. Also. Okay. Angsthase. Jetzt schwebst du ohne Pferd durch die Gegend. Auch sehr hübsch. Sehr gut. Ich kann mal absteigen.
Jetzt wieder da? Nö. Okay, jetzt. Du bist bei mir verkehrt rum auf dem Pferd. Ist egal. Hauptsache, wir können reiten und für uns sieht es aus. Halb Mensch, halb Pferd. Das ist die Julia. War die Nachtigall und nicht die Lerche. Mhm. Oh, Wolf, vor uns. Oh, jetzt bist du im Boden verschwunden. Bist du abgestiegen? Ja. Ach, Frost, bitte. Hm. Komm, jeder eins. Fährt wieder weg. Oh, der jagt immer noch irgendwas da oben. Dieser Hund, ja. Hund. Wo, dieses Pferd. Oh, das ist eine Frostspinne. Bei mir ist es ein Wolf, aber trotzdem, mein Pferd jagt Wölfe, wie krank. Ne, das ist Mist hier. Mist und Frost. Mist. Ja. Nee, das ist halt Pferde als Mist. Das ist halt das Geile. Ich werde das nie wieder abgeben, mir egal was für Pferde es gibt in Schwarze. Aber das ist einfach nur ein geiler Name. Mist. Das war wie heißt denn der Film? Kennst du den Film Home? Das ist ein Trickfilm von, was weiß ich. Trieben ja. Irgendwas. Ja, ich liebe die, Home. Die Katze heißt Schwein, das finde ich so geil. Was ist der Zwecksinn von deinem Gesicht? Das ist ja Bastian Pastewka, die Synchronstimme von dem Ding ist echt gut. Jetzt reitet es bei mir ganz normal. Ach so. Jetzt reitet es bei mir ganz normal. Weil wir müssen hier ab, wir hätten da abbiegen müssen irgendwo. Okay. Da hinten ist. Jo. Hier ist aber Matsu-Luft. Wollen wir mal ganz kurz da noch hinreiten? Matsu-Luft? Ah, das kann man entdecken. Kann man machen, ja. Ja, deswegen. Wenn sie eh gerade am Rumreiten sind. Genau, Matsu-Luft, irgendwas. Hier hoch, glaube ich, geht es bestimmt. Stimmt. Auf Englisch spricht den Jim Parsons, der. Von Big Bang Theory. Ja, Sheldon. Halt. Ja. Und das Mädel spricht Rihanna. Ach krass, ja. Na gut. Nicht so bekannt bei uns. Also die nicht an die Stimmen nicht. Wenn du es nicht immer auf der Farbe, nicht immer auf Englisch guckst. Der ist ja ganz schön, der ist ja ziemlich schwul, der Dings, ne? Der ist ja nicht stimmt, der Jim Parsons. Und der hat mal in einem Interview gesagt, der hat gar keine Ahnung von. Nee, ich glaube nicht. Ziemlich schwul. Gibt's schwul, sehr schwul, ziemlich schwul. Ich weiß. Wo willst du mal? Ganz. Ach, hier mal zur Luft. Sehr gut. Das ist ganz dünnes so, Eis jetzt. Politische Scheiße. Aber der hat auf jeden Fall mal gesagt, der hat gar keine Ahnung von der ganzen Quantenphysik-Scheiße da, was der da. Also. Nein, natürlich nicht. Nee. Ich glaube, Patrick Stewart kann auch kein Raumschiff fliegen. Es gibt ja auch keine Raumschiffe. Nasenbär, ey. Lüg doch nicht. Lüg doch nicht. Interessant, Ari. Oh hab ich gerne geguckt, Big Bang Theory, aber schon bevor es Vogue war, irgendwie. Das kam da, wo es die erste Staffel, da war das ja noch nicht so. Oh, hier ist ein verfickter Drecksbär. Was ist denn hier los? Ich muss mal tot ausrüsten. Kannst du vom Pferd aus kämpfen? Ja. Ich muss Schwert rausziehen. Echt? Mit R. Das ging bei mir schon bei dem anderen Mod nicht. Ich weiß auch nicht, das ging bei mir auf einmal. Ich weiß nicht warum. Ich hab's nicht hinterfragt, ich hab's einfach benutzt. Aber es funktioniert da ganz schlecht, ehrlich gesagt. Bei dem Zielen ist da ganz blöd. Vielleicht ist das auch von der anderen Mod ein Überbleibsel. Weißt du, dass irgendwas kaputt ist? Wir hatten ja vorher diese Horse-Konfidenz. Wenn nicht, müssen wir die dann nochmal installieren und gucken, ob wir die Aktie zum Laufen kriegen. Vielleicht ist da irgendwas drin hier geblieben. Wo bist denn du jetzt? Na, den Berg wieder hoch. Wieder hoch? Ach so, alles klar. Naja. Ja, stimmt, hast du recht. Verlass es, jetzt kommen wir nach Windhelm. Ich wollte gerade sagen, cool. Du musst schon gleich in Windhelm. Ja, ja. Gerade wieder hoch. Ist aber echt cool, hier rumzureiten. Finde ich fast viel geiler als die Guck mal die.
Da ist so ein Priester jetzt. Ich muss da mal ganz kurz absteigen, gucken, was der macht. Der tut dem Wolf, den ich gerade getötet habe, irgendwie die letzte Salbung geben, oder was? Drachen waren nie ganz verschwunden. Sie waren einfach nur unsichtbar und sehr, sehr leise. Aber zumindest spawnen die Pferde jetzt. Nachdem wir jetzt unterschiedliche Pferde haben, spawnen die jetzt zumindest jetzt doppelt. Also jeder eins. Ja. Muss mal gucken, ob du im Singleplayer auch Mist hast, Frost hast. Ja, wir müssen dem folgen, ne? Wem willst du folgen? Der Straße jetzt. Also der und dann so, ja. Ein bisschen rechts halten, ne? Genau. Kannst du mal unterwegs kurz warten. Irgendwo. Einkehren. Ja, ich warte hier in der Kreuzung. Müsste es eigentlich ein Gasthaus geben. Finde ich nicht in Ordnung. Das wäre cool, ja. Ja, denkst du, es ist noch eine Höhle? Aber wenn du jetzt wenn zu jeder Höhle hinreitest, dann sind wir auch wahrscheinlich in den nächsten 20 Folgen beschäftigt, nur dahin zu kommen. Oh, wie funktioniert. Ach, da bestehst du bei mir. Oder bist du das? Ja, das bin ich. Wir sind Poker Cheat. Ja, mal klar. Jetzt hast du kein Pferd und du fliegst auf dem Boden, aber das ist immer ja gut. Du auch. Alles klar. Hier liegen irgendwelche Leichen rum. Ja, das waren Spinnen, die haben von getötet. Oder das waren die Katschit eben. Ja. Das ist ein Wolf oder was? Damit wäre das erledigt. Und die sich darum kümmern. Oh, den Pelz können wir gut hier brauchen eigentlich. Egal jetzt. Nee, jetzt mal absteigst, wenn ich im Pelz ist, das scheiße. Ja. So teuer ist Leder ja nicht. Nee, ich kaufe die mittlerweile auch. Leder und die Streifen und auch Pelze. Ja. Geld ist kein Problem mehr. Nee, nicht so wirklich. Mit der Farm, da gibt's ja jeden Tag irgendwie 1000. Das funktioniert ja bei mir nicht. Wer? 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 Ja. Oh, war in der Karte. Ja! Hätte gar nicht zurückreisen brauchen. Nee, echt nicht. Jetzt ist mein Pferd weg. Ja. Der Mist steht hier oben. So ein Angsthase, echt. Aber es ist besser, als wenn es stirbt, immer. Hast du es wieder? Jo, ist weggerannt. Wahrscheinlich hat es irgendwas zum Kämpfen gefunden. Lange Haare machen oder geht's nicht? In die falsche Richtung, das Miststück. Das ist weg. Ach, jetzt liegt er hier. Wo bist denn du jetzt hergekommen? Oh, Frost, du machst mich fertig. Oh ja, jetzt bist du zack, zack. Sehr gut. Da steht's Ivar. Wir können sich gar nicht mehr. Hier hoch, oder? Stadt. Ja, genau. Hier. Ist krass, dass du die Schilder sogar benutzen könntest. Also, du müsstest gar nicht auf die Karte gucken. Voll gut. Das ist, als wäre mein Pferd immer noch tot. Das hat überhaupt keine Körperspannung. Das schwebt hier nur so mit schlenkernden Beinen. Ach so, ich verstehe, ja. P-Pose. Vielleicht müssen wir mal reloggen dann. Nach der nächsten, wenn die Folge zu Ende ist, machen wir mal reloggen. Nur mal das Spiel neu starten, alle beide. Ach, bei dir sitze ich auch noch im Damensattel. Guck mal, wie schick. War seitlich. Aber ohne Pferd. Das ist halt das Kuriose. Ja. Bist du schon mal geritten, also Pferde? Ja, in der Grundschule. Okay. Ich mag die Viecher nicht. Ich auch nicht. Beinbrecherhöhle. Deswegen, genau. Bin da sehr untypisches Mädchen, was das angeht. Untypisches Mädchen. Achso, ja, genau. So ein Frauenmonopol. Nein, ich ne? bin kein Pferdemädchen. Ich bin hier lang. Doch. Das nennt man ja so. Echt? Ja, diese. Die Mädchen, die das so. Das sind Pferdemädchen.
Halb Mädchen, halb Pferd oder wie? Nein. Mütter, halb Mensch, halb Köter. Die Fußballspieler sind deshalb, wie so Fußballjungs sind das Pferdemädchen. Ach so. Aber das war ich nie, werde ich nicht sein. Muss auch nicht sein, gell? Ah, ja, White Run. Oh, was? Ich sehe Eberstadt nicht. Doch, die, wir sind, guck mal, das Schild. Unser ist das letzte Schild. Und auch da unten. Der schafft das schon hier, nämlich mal. Da hingucken? Nee. Da ist aber auch noch etwas. Ja, bestimmt. Da ist irgendeine Burg. Ach komm, egal. Geborgen haben wir genug. Hier oben ist eine Mühle. Ja, man kann ja nicht die ganze Karte aufdecken. Genau. Also, nicht an einem Tag zumindest. Da steht eine Frau. Red mal kurz mit der. Was sind nur Wächter von Stendal? Hier ist es langweilig. Aduri. Jeden Tag immer nur das Saretti. Gleiche. Das ist der Saretti-Hof. Ah, die Tante steht. Ey, Mist, wo willst du hin? Warum haut dieses Pferd immer ab? Ich weiß. Saretti-Hof ist schon mal. Achso, das hab ich nicht entdeckt. Ich hab die kann man bestimmt wieder kaufen oder übernehmen oder was weiß ich. Okay, alles klar. Jetzt bin ich verwirrt. Also alles beim Alten. Wo war jetzt der Übergang? Ach, hier. Wieder auf die Straße zurück. Ach, da bist du, alles klar. Ja. Saretti-Hof. Wenn du nachher ins Bett gehst, wollte ich mir das Hendra-Heim holen, da was erzählt hat. Gar nicht so einfach zu finden. Ohne Hellsehen hätte ich es nie gefunden, ne? Total bescheuert. Ja gut, dafür ist da ja genau. Benutze ich in letzter Zeit recht häufig. Auch in Markart habe ich es vorhin benutzt, weil das auch ist ja auch Realität. So. Ja, auch. Hellsehen. Da nennt man das Google Maps. Ja. Google Maps, ja. Stimmt, gell? Was ist denn mit dieser Spinne los? Ey, lass mein Pferd auf. Bist du das? Oh. Mit dem Feuer? Nee. Oh. Ist der Assassino oder was? Ah, da geht ja richtig los. Welche Richtung bist du unterwegs? Norden, Süden, Osten, Westen? Den Berg runter. Alles klar. Also Richtung Westen. Also Richtung. Oh, hier muss ich irgendwie abbiegen. Hä? Ja, ich sehe dich. Spinne voraus. Für mir ein Wolf. Er verfolgt dich aber jetzt. Aber das scheint jetzt zu funktionieren halbwegs. War nicht immer. Die gehen immer eher auf mich als auf dich, ne? Du bist halt der Chef, das wissen die. Yes. Es wird dunkel und wir kommen immer Eberstadt an. Sehr gut. Mach dir Wachenschäden. Wen wollen sie töten? So fährt. Breite Frost. Ist ja lustig, aber ich sehe es nicht mal. Ich muss erstmal die Quest aktivieren, damit ich das Mädel finde. Oh, es ist noch nicht 20 Uhr. Vielleicht kann man noch ein bisschen was verkaufen. Was ist das denn? Die ist bestimmt im Inn oder im Sägewerk. Ist zu. Da gehört ihr hin, oder? Da. Temba, weite Arme. Hier, die ist Langarm. Die ist hier Temba Langarm. Die läuft hier gerade vorbei an mir. Egal. Ja, das ist sie.
Sternschnuppenhof. Astret. Ah, das waren ja die, wo wir das Kind, glaube ich, gerecht haben. Stahlkriegs. Ja, so geht's mir auch, Wache. Ach, jetzt kann ich nicht mehr. Oh. Jetzt hat die mir irgendeine tolle Axt gegeben und ich kann nicht mehr rennen. Willst du auch was abnehmen? Willst du ein bisschen abnehmen? Nö, eigentlich nicht. Wo bist du denn? Ich stehe immer noch herum. Ja, weit kannst du nicht gekommen sein, gell? Ja. Aber wie? Wir sind Fässer. Beides stehlen. Mist. Aber wenn ich mein Pferd rufe, siehst du ja auch nicht, ne? Da kannst du auch nicht reinstopfen. Nee. Scheiße. Mhm. Ich schmeiß so halt irgendwas Kleines weg. Bei ein Reisepäckchen oder so. Wiegen ja auch drei. Die müssen wir ja auch herstellen wegen Level. Wegen Löffel. Die Stiefel an. Genau. Achso, wegen. Ja, genau. Die Drachenstiefel haben bei mir auch mehr Tragekapazität. Aber wie gesagt, die kann ich nicht mehr verbessern, das ist schlecht. Ich habe Stahlstiefel der Stärke. Oh. Hm. Zwei Talentpunkte. Ja, Rüstung. So. Hallo. Ach du, 27. Das ist natürlich. Na gut, wir wollten ja nur, du wolltest nur die Quest hier abgeben, ne? Wir könnten theoretisch weiterreiten. Ja. Ja, wenn wir noch Pferde hätten. Ja, lass zum Ausgang gehen, dann rufen wir. Da oben? Stimmt. Jo. Oder sogar Frost, glaube ich. Ja, weiße Mähne ist Frost. Oder? Ja, ja. Das ja, ist Frost. Mist, sehe ich ja nicht. Nee. Hast du das gemacht mit der Dings, deiner Schwester? Was? Mit der, von dem Hof, wie hieß der Typ? Deine Schwester? Die Quest? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Die war doch hier unter der Brücke. So eine Leiche. Davon weiß ich nichts. Okay. Ja, ach, du hast das doch war, Hier unten ist eine Höhle. Hm, in der Hölle. Oh ja, ich seh's. Wow! Das ist aber absolut schmerzfrei. Die ist aber bestimmt da oben. Also hier ist keine. Oh, der hat man ja schon freigeschaltet, hä? Nee, also bei mir sind noch nicht freigeschaltet, aber ich finde sie auch nicht. Nee. Aber die. Also scheint die oben. Aber die ist ziemlich schwarz. Oh. Scheiße. Ja, weil wir nah dran sind, aber. Oh. So, ich bin jetzt den Wasserfall runtergefallen. Alles klar. Blutende Krone. Herrlich. Ist ein bisschen doof, dass du das nicht so genau siehst, ne? Im Dunkeln ist auch schwierig, finde ich. Ich geh mal zurück auf den Weg. Kannst du mir in der teleportieren, wenn du nicht klarkommst? Mir würde es ja schon reichen, wenn mein Pferd jetzt kommen würde. Steht auf jeden Fall. Doch, steht hier.
Ich bin halt schon unten. Ja, da wird er keinen Pfad finden, denke ich mal. Du müsstest den lange mit langer Haar rufen. Also neben dir spawnt. Oder vielleicht ist es zu nah, das ist nicht. Spawn einfach neben mir. Das ist doof. Da ist Mist. Jetzt geht's. Funktioniert dann überhaupt nicht. Ja doch, aber du bist zu nah an dem Pferd, denke ich mal. Das ist, er kannst nicht neben dir spawnen. Und du brauchst da Platz um dich drum rum. Jetzt ist er weg bei mir, aber hier. Ja, aber er ist auch nicht bei mir. Ja, jetzt nochmal gucken, vielleicht findet man noch einen anderen Mod. Na gut, das mit den Horn hat ja auch ab und zu mal funktioniert, ne? Nicht immer, aber manchmal ging's. Ach doch, da ist es. Da unten. Oh, Scheiße, die sind voll. Fuck. Wieder Wasser auf jeden Fall. Das Pferd ist hier bei mir. Wenn du zu mir teleportierst, könntest du es aufsatteln. Es versucht zu dir zu kommen, aber es ist halt im Wasser, gell? Warte, ich versuch es mal rauszureiten. Ja. Hier ist ein Troll. Hier oben ist ein Pferd, ja, aber auch. Ah, cool. Steht hier hinter mir. Ja. Troll sei, wow, Dank. Also? Ist aber echt gut. Jetzt ist es wieder weg. Nee, das steht hier. Nee. Boden. Das war meins, was du eben gerade gesehen hast. Da drüben ist es. Warte, ich hol's dir. Ich seh's nicht. Ja, ja, das ist hier. Wir müssen unbedingt neu starten. Hier ist es. Ich steh jetzt neben den Troll. Vielleicht ist unsichtbar, du darfst bestimmt reiten. Ja. Ah, jetzt hast du es wieder. Wahrscheinlich, weil du es geritten bist. Das war bei mir aber auch, das ist so halbwegs halb geflogen bei mir. Jetzt muss ich nur noch Frost finden. Mist. Das ist abgehauen, es ist auf jeden Fall irgendwo. Mhm. Ich spawn's einfach dann unten, ich laufe mal ein Stück. Hier sind Skelette bei mir. Die sind schon tot. Ein Gold und ein Sturmmantel. Die haben ja nichts dabei, ordentliches. Oh. Oh, der hat ein Buch. Und sonst haben die keine Klamotten dabei. Diese Arschlöcher. Und ein Elch. Nehme ich auch. Gehen wir überhaupt noch richtig? Nee, ne? Ein Stück. Ich gucke auch gerade. Nee. Hier rüber müssen wir irgendwie jetzt. Ja, ja, hier müssen wir nach links, genau. Für die Bridge. Ach, da bist du, genau. Alles klar, da bist du jetzt richtig, ja. Nur durch die Berge. Ganz schöne Akte von Riften nach links zu kommen, ne? Die Karte ist riesig. Wo ist denn hier die Straße? Es ist schon wieder so ein dunkel und ekliges Wetter. Das stimmt. Das Einzige, was mir an Himmelsrand nicht gefällt, ist, das ist zu weit nördlich. Da ist immer Scheißwetter. Naja. Okay. Da gibt es schon andere Ecken noch. Ja. Mal. Ich meine, der Chat hat uns abgeraten, wir sollen das nicht spielen, aber es gibt ja noch dieses MMO hier, Elder Scrolls Online. Da gibt es ja auch ganz viele Spieler. Ja, mein Kollege hat auch gesagt, dass das nicht so geil ist wie... Ja. Ist ja nicht Skyrim. Ja. Der spielt zurzeit Oblivion. Okay, aber ja, cool. Wohl auch nicht so cool. Also Skyrim ist dann schon nochmal. Das verkneife ich. Also Oblivion würde ich noch verkneifen. Kannst du ja mal sagen, weil es gibt so ein Fanprojekt. Und die haben das Oblivion nochmal komplett neu aufgesetzt auf der Skyrim Engine. Mhm. Also quasi Oblivion in Skyrim, aber auch mit neuen Questen und Zeug. Mhm. Nennt sich Skylivion oder sowas. Muss ich gucken.
Und angeblich soll Bethesda an Remake arbeiten von Oblivion. Oh, Drachenmusik. Hast du eigentlich dein Pferd wiedergefunden? Nee, noch nicht. Ich konnte noch nicht spawnen, jetzt ist überall kein Platz. Oder ich spawn's und es ist halt irgendwo. Aber geht noch, ich versuche mit beim nächsten freien Platz. Spawn ich's nochmal. Gehen wir noch richtig? Wir sind noch falsch, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber richtig. Aber richtig. Wir hätten den Berg, wir hätten in den Bergen gemusst. Warum gehen wir nach unten? Ja gut, aber hier unten kommen wir auch auf die Straße. Okay. Du das sagst. Ja, es sieht zumindest so aus auf der Karte. Eine andere Straße habe ich auch nicht gesehen. Das geht nur eine durch den Berg, wenn du musst dich drum drehen. Die geht ganz easy durch den Berg, wir kommen hier Weißfluss, Wacht und Eisenfruchthof. Da hinten kommst du dann rein. Ach, wir werden diese Papier... So. Aber das ist erstmal das Ende von der Folge und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und werden mal das Spiel neu starten und dann sehen wir uns gleich wieder beim fröhlichen Wandern. In diesem Sinne, wir sehen uns in Sofengarde.